Eines der ersten Videos aus Libyen, die aus diesem abgeschotteten Land nach draußen gedrungen sind. Solche Bilder wollte Gaddafi verhindern. Es sind Aktivisten wie die der Gruppe Anonymous, die dafür sorgen, dass sie trotzdem im Netz sind. Es ist wichtig, was sie getan haben, weil es Solidarität mit einem Anliegen zeigt, das viele Nationen und Menschen definitiv beachten sollten. Aufmerksamkeit erregen, das wollen die Internetaktivisten von Anonymous immer wieder. Nachdem verschiedene Geldinstitute WikiLeaks den Geldhahn zudrehten, griff Anonymous über das Internet an aus Solidarität. Visa- und PayPal-Seiten wurden zeitweise lahmgelegt, mitten im Weihnachtsgeschäft für tausende Kunden absolut lästig, aus Sicht der Aktivisten damals genau richtig. Julian Assange hat nichts Illegales damit gemacht und ich finde, das ist ein unterstützenswertes Ziel und dadurch ist das Bedürfnis da, einfach dagegen zu kämpfen. Ein Kampf für mehr Freiheit im Netz mit immer wechselnden Zielen. Mal geht es gegen arabische Despoten, dann gegen amerikanische Geldinstitute oder eine IT-Firma, die Anonymous-Mitarbeiter enttarnen wollte. Seit Jahren bekämpfen die nur lose vernetzten Internetaktivisten die Scientology-Kirche, aber auch die Seiten einer rechten christlichen Gemeinde legten sie schon lahm. Das Gesicht der globalen Internetdemonstranten schillernd. Manche Kreise von Anonymous haben Angriffe geführt, die illegal waren. Andere Formen des Protestes, etwa im Zusammenhang mit WikiLeaks und der Unterstützung der Proteste in Arabien, waren eher ziviler Ungehorsam. Das Internet als politische Waffe, Cyberangriffe als digitale Form von Protest, das ist neu. Juristisch ist noch unklar, was erlaubt ist und was nicht. Auch im Bundestag wird das kontrovers diskutiert. Das könnte mit einer Sitzblockade vergleichbar sein. Andere sagen wiederum, das ist aber eher vergleichbar mit Steine schmeißen. Also wir haben hier eine neue Form von politischem Engagement und Protest und müssen aber erstmal evaluieren, ob das jetzt Cybercrime ist oder ob das politische Meinungsäußerung ist. Es fehlen Regeln für das Netz, kritisieren Experten zunehmend, so auch im Gelsenkirchener Institut für Internetsicherheit. Was wollen wir, die Bürger, der Staat, die Firmen? Und ich glaube, hier wird es Regeln erarbeitet werden müssen, was wir gemeinsam in der Zukunft im Internet erlauben wollen und was nicht. Der Erfolg von Anonymous zeigt eins: Wer sich im Netz auskennt, kann helfen, Despoten zu stürzen oder Firmen schwer schädigen. Der Grat zwischen beidem ist schmal, die Macht der Aktivisten wächst, die Spielregeln unklar.